Hallo zusammen, mein Name ist Spartacus und wir schauen uns heute das Spiel Marquis an. Ein Brettspiel, das es schon seit 2013 als Print-and-Play-Edition gibt. Ihr seht hier oben rechts auf der Packung das Icon für den Award, den es damals bekommen hat, als eines der besseren Print-and-Play-Spiele. Ist aber jetzt im Mai 2019 von Sideroom Games aufgelegt worden als Kickstarter-Edition. Beiträge dort waren $1 für eine moralische Unterstützung, $24 für das Spiel als solches, das habe ich auch hier. Und es gab eine Version oder eine Unterstützungsmöglichkeit mit $40. Dafür gab es dann als zusätzliche Belohnung die Verewigung hier auf der Innenseite des Deckels. Das haben auch ein paar getan. Insgesamt gab es 3500 Unterstützer knapp. Das Spiel von Jake Staines hier, da seht ihr das Artwork auf dem Dorf. Es geht um ein kleines Städtchen in Frankreich, im besetzten Frankreich der Nazizeit. Man spielt selbst eine kleine Gruppe von Resistance-Kämpfern. Die Regeln dabei. Und es ist im Wesentlichen eine Art Worker-Placement-Spiel und man muss Missionen erfüllen. Die Regeln sind nicht weiter kompliziert. Sie sind allerdings auf Englisch. Eine deutsche Version weiß ich nicht, dass es sie geben wird. Wir werden sehen. Das Brett, wie gesagt, ein paar Orte in der Stadt. Ihr seht hier oben zwei Straßenverbindungen, wo es zu den Missionen geht. Ein Tageszähler, ein Counterboard für Moral und Soldaten. Das komme ich gleich dazu, wie das funktioniert. Hier sind ein paar Karten in der Verpackung. Die haben ein schönes Leinenfinish bekommen. Eine Checkkarte, wie der Spielablauf oder wie die Bedeutungen der einzelnen Karten sind. Dann gibt es eine Anzahl von Patrolkarten und eine Anzahl von Missionskarten. Ihr seht hier auf der Rückseite einen Stern oder auch mal zwei Sterne. Das bedeutet den Schwierigkeitsgrad der Missionen. Wir werden heute eine kleine, einfache Partie spielen aus einfachen Missionen, damit es nicht allzu lange dauert, das Ganze. Das Spiel selbst ist nicht weiter schwer von den Regeln, aber es ist durchaus sehr schwer zu gewinnen. Das habe ich in einigen Partien auch schon gemerkt. Es ist nicht leicht, innerhalb der gesetzten Zeit seine Missionen alle zu erfüllen. So, wir schauen mal in die Packung, was es noch gibt. Was brauchen wir alles? Das sind die Worker, die als Resistance-Kämpfer funktionieren. Mal gucken, vor allem. Es geht um Holzmiepeln. Davon gibt es insgesamt 5, wobei wir mit 3 starten und 2 weitere hinzunehmen können. Dann gibt es ein paar in Rot gehaltene Soldaten. Vielleicht mal näher ran. Die sehen so aus, als Holzmiepel. Die kommen aber erst ins Spiel, wenn man sich mit der normalen Miliz, die dort Patrouille läuft in der Stadt, auseinandergesetzt hat und versucht oder erfolgreich ein paar getötet hat. Das hier ist die Miliz, die in der Stadt Patrouille läuft, gegen die man ankämpfen muss, beziehungsweise eigentlich der man ausweichen muss, denn das dagegen ankämpfen ist nicht ganz so einfach. Dann gibt es ein paar Ressourcenplättchen, Waffen, spielen eine wesentlich geringere Rolle als in manchen anderen Spielen. Auch wichtig, Geld. Als nächstes haben wir, da wir als Widerstandskämpfer arbeiten, natürlich auch das Thema Informationen. Die werden durch solche Briefchen dargestellt. In einigen Missionen wichtig, aber auch nur von einem Chemiker herzustellen, Sprengstoff. Und die beiden Elemente, die am häufigsten mit im Spiel sind, Medizin, mit der kann man einiges machen. Und Nahrung, mit der man auch zum Beispiel weitere Rekruten als Widerstandskämpfer organisieren kann. So, die kommen zur Seite. Die brauchen wir während des Spiels immer wieder mal. Dann haben wir, was ihr vielleicht auf dem Spielplan schon gesehen habt, ein paar Einsparungen. Zum Beispiel hier, hier und hier. Das sind Räume, die sind am Anfang neutral. Die kann ich aber mit bestimmten Funktionen ausbauen gegen entsprechende Leistungen. Ihr habt es hier gesehen. 2
Geldeinheiten, dann kann ich dort raus einen Raum bauen. Und welche Räume ich bauen kann, wird durch diese Plättchen vorgegeben. Das gibt einen Schmuggler, ein weiteres Safehouse, komme ich gleich zu, einen Propagandisten, einen Gegenspionär oder Gegenspion und einen Chemiker, das ist der, der mir die Sprengstoffkapseln oder Patronen zusammenbauen kann. Es gibt ein paar Marker, die hole ich jetzt aus der Schachtel in mehreren Farben. Ah, eine Raumplatte habe ich noch vergessen, der Informant. Brauchen wir im laufenden Spiel üblicherweise weniger, kann aber auch mal sehr wichtig werden, wenn man an wichtige Informationen ran muss und andere Möglichkeiten blockiert sind. So, ein paar Marker in verschiedenen Farben. Die gelben sind im Wesentlichen dazu da, Schritte auf dem Weg zu Missionen zu markieren, Besonderheiten zu markieren. Gibt es in einigen Missionen, werden nicht regelmäßig gebraucht, aber immer wieder mal. Der blaue ist der Tageszähler, der kommt auf die Startposition. Der weiße ist ein Moralzähler. Wir haben hier die Moral in der Stadt. Und dort wird uns auch gesagt, wie viele Milizangehörige auf Patrouille gehen. Zu Beginn starten wir mit einer Moral von 6. Und das bedeutet, dass 3 Milizionäre auf Patrouille sind. Wenn wir die Moral anheben könnten auf 7, würden nur noch 2 Milizmenschen Patrouille laufen. Wenn die Moral sinkt, das passiert bei bestimmten Ereignissen oder auch, das seht ihr hier an der Tagesleiste, wenn die Farben orange sind, an diesen Tagen sinkt die Moral. Und wenn sie auf 4 sinkt, dann werden 4 Milizangehörige auf Patrouille geschickt. Bei 1 dann 5 und wenn die Moral auf 0 sinkt, hat man das Spiel auch verloren. Der Soldatenzähler beginnt bei 0. Wenn man einen Milizangehörigen töten muss, weil man ihm sonst nicht ausweichen kann, dann wird statt des Milizangehörigen ein Soldat eingeführt in das Spiel, der dann nicht mehr zu töten ist und das wird mit diesem Zähler markiert. So, der Zähler für die Moral kommt auf den Startwert 6, der Zähler für die Soldaten auf den Startwert 0. Wir haben zu Beginn unseres Spiels 3 Milizionäre im Safehouse und 2 Milizionäre, die im Prinzip im Café warten. Nein, entschuldigt, das sind natürlich nicht Milizionäre, das sind alles Resistance-Widerstandskämpfer. 3 davon im Safehouse, 2 vor dem Café, die man zusätzlich rekrutieren kann. Ich werde jetzt aus den einfachen Missionen, die habe ich raussortiert gerade, einfach mal 2 raussuchen. Das machen wir blind, die anderen kommen zur Seite. Wir haben 2 Missionen, schauen wir uns die erste an, die deutschen Schäferhunde. Die Besatzer haben Hunde, um bei ihren Patrouillen zu unterstützen, vergiftet diese Hunde, um sie zu eliminieren. Die Aufgabe konkret ist, liefere ein Medizin und ein Essen auf diesen Ort und das an drei verschiedenen Tagen. Bevor die Mission vervollständigt ist oder erledigt ist, können Milizeinheiten nicht eliminiert werden. Klar, weil sie Wachhunde dabei haben. Die Missionskarte kommt hier oben über den Ort, der Fence heißt. Die zweite Mission, Infiltration. Der beste Platz, um Aufklärungsinformationen zu bekommen, ist oft inmitten der Gegner. Platziere einen Maulwurf in der Miliz. Und die Aufgabe hier konkret heißt, liefere 2 Informationen auf diesen Ort. Der Widerstandskämpfer muss hier bleiben, bis ein weiterer Widerstandskämpfer eine Waffe und einen Sprengstoff an diesen Ort liefert. Während der erste Arbeiter hier ist, auf diesem Ort, kann man die obere Karte des Patrouilldecks jederzeit vor der Platzierungsphase sich angucken. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Schauen wir uns gleich an. So, wie läuft das Spiel jetzt ab? Es geht darum, dass ich meine Widerstandskämpfer im Stadtgebiet platzieren kann. Und jedes Mal, wenn ich das tue, mit einem Widerstandskämpfer, wird auch ein Milizsoldat auf Patrouille geschickt. Ein Milizangehöriger, und zwar die blauen hier. Wir wissen, dass wir zuerst mit 3 Milizen uns beschäftigen müssen. Wir haben 3 Widerstandskämpfer, 3 Milizionäre. Und dann legen wir einfach mal los und gucken, was die einzelnen Felder uns so ermöglichen. Das Patrouilldeck wird nochmal gemischt.
Wir bekommen die Aufgabe, Medizin und Nahrung wegen der Schäferhunde zu sammeln und dann abzuliefern und Informationen abzuliefern. Und ich kann mir jetzt auf dem Stadtplan anschauen, wo ich was bekommen kann. Was ich bekommen kann, ist zum Beispiel beim Grocer, das ist der Metzger, Nahrung. Ist das der Metzger? Ist das der Lebensmittelhändler? Egal, dort bekomme ich Nahrung. Jetzt decke ich das Patrol-Deck auf und ihr seht hier drei Angaben. Der Milizionär versucht immer zuerst auf die erste Angabe zu gehen. Auf den Ort mit der ersten Angabe, das ist hier Radio A, die Funkstation A. Wenn dort jemand wäre, würde er versuchen, auf die Rüberradar zu gehen. Und wenn dort auch jemand wäre, würde er zum Großer gehen. Wenn das aber alles besetzt ist und einer davon, zum Beispiel von meinen Widerstandskämpfern, dann würde der Milizionär auf diesen Ort gelangen und den Widerstandskämpfer verhaften und aus dem Spiel nehmen. Ich hoffe, dass das nicht so schnell passiert. Wir probieren es weiter. Also, Radio A, dort geht eine Milizpatrouille. Die kann ich jetzt nicht mehr mit meinen Widerstandskämpfern besetzen. Will ich aber eigentlich auch gar nicht. Ich mache mir die Pont-l'Évêque, die Brücke frei. Denn dort möchte ich nachher meinen Widerstandskämpfer auch wieder zurückholen, den ich entsende noch. Ihr seht jetzt, ich lege das Patrouille-Deck mal besser hier unten hin. Ihr seht jetzt, dass die Miliz auf die Pont-l'Évêque patrouillieren wollte. Dort ist aber mein Worker, mein Resistanzkämpfer schon beschäftigt. Also kann er dort nicht hin. Dann ist die Pont du Nord dran. Das heißt, hier oben wird patrouilliert. Ansonsten, wenn das auch besetzt wäre, wäre dann der Doktor dran. Ist er nicht. Da möchte ich aber jetzt meinen dritten Worker hin platzieren, meinen Widerstandskämpfer. Und dann kommt auch der dritte Milizsoldat ins Spiel. Der will zum Großer, da ist besetzt. Der Armendistrikt, der Pur-Distrikt, ist aber nicht besetzt. Dort kommt der Milizsoldat hin. So, das war die Platzierungsphase. Jetzt kommt die eigentliche Aktionsphase. Und die besteht darin, dass ich die Aktionen auf den einzelnen Stadtfeldern auswerte, ausübe oder ausführe, je nachdem, was möglich ist, und dann die Widerstandskämpfer wieder zurück ins Safehouse bringen muss, weil ich am Abend des ersten des Tages immer wieder zurück sein muss, in Sicherheit. So, beim Großer fange ich an. Da habe ich eine Nahrung, die hole ich mir, die gehört mir, und mein Widerstandskämpfer kehrt nach Hause. Auf der Pont-l'Évêque passiert nichts, da ist auch nichts los, das ist nur ein Brückenfeld, letztlich aber sehr wichtig, um auch nicht von Milizsoldaten besetzt zu werden, dass man dort immer wieder mal jemanden platziert, der die Brücke frei hält. Und beim Doktor bekomme ich Medizin und hole meinen Soldaten wieder, meinen Widerstandskämpfer wieder zurück. Das war die Aktionsphase und jetzt bekommt die Aufräumphase nur noch folgende Aufgaben. Ich sammle die Milizionäre ein. Und der Tageszähler zählt einen weiter. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe jetzt Medizin und Essen und könnte tatsächlich schon einmal einen Worker dort oben hinschicken für die erste Mission. Und das probieren wir jetzt in der nächsten Platzierungsphase aus. Mal gucken. Ich platziere als erstes jemanden auf die Pont-l'Évêque, um den Rückweg freizuhalten. Das war eine gute Entscheidung, sonst wäre die Pont-l'Évêque jetzt besetzt gewesen. Alternativ geht die Miliz jetzt auf den Black Market, auf den Schwarzmarkt. Meinen nächsten platziere ich im Pur District. Da möchte ich vielleicht keine Aktion ausführen, aber ich möchte den Rückweg für den anderen, für den dritten Widerstandskämpfer freihalten, möglichst. Und wir sehen, dass die Miliz auf Radio B sich platziert. Und den dritten Widerstandskämpfer, ich kann jetzt keine ganze Kette aufbauen, weil ich sonst vier Widerstandskämpfer bräuchte, aber den dritten schicke ich direkt auf die Missionskarte, um nachher Essen und Medizin abzugeben, um den ersten Schäferhund sozusagen zu vergiften. Ist nicht nett, sollte man im echten Leben nicht mit Tieren tun, gehört aber hier zur Mission. Die Patrouille hat jetzt die Fence, den Zaun, besetzt. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, kommen wir gleich in der Aktionsphase zu. Auf dieser Brücke passiert nichts. Ich hole den Widerstandskämpfer nach Hause. Hier möchte ich nichts ausführen. Ich hole den Widerstandskämpfer nach Hause. Und der Widerstandskämpfer oben auf der ersten Missionskarte, der kann jetzt seine Mission ausführen, kommt aber nicht mehr zurück. Er wird also auf dem Rückweg verhaftet. Warum kann er seine Mission ausführen? Das seht ihr an diesem Zeichen. Das bedeutet, dass man die Aktion durchaus durchführen kann, aber nicht mehr zwingend zurückkommt. Ich habe das in einigen Runden falsch gespielt.
Nach meinem Informationsstand ist es aber so, dass tatsächlich der Worker auf dem Rückweg dann verhaftet wird, wenn der Weg blockiert ist. Trotzdem, die Aktion kann ich ausführen. Er gibt also Medizin und Essen ab. Ich vergifte einen Schäferhund. Bin nicht nett zu den Tieren. Und der Worker wird durch die Blockade hier bei der Miliz verhaftet und ist tatsächlich aus dem Spiel. Und die Miliz wird aufgeräumt jetzt und es geht einen Tag weiter. Ja, was haben wir nun davon? Haben wir nur noch zwei Worker. Wir sollten uns jetzt mal angucken, ob wir vielleicht noch einen weiteren Worker wieder als Ergänzung platzieren können, rekrutieren können. Mal schauen, ob uns das gelingt. Die nächste Runde beginnt. Ich platziere jemanden beim Großer. Und die Miliz geht auf Radio A. Ich platziere jemanden auf dem Café. Das sind übrigens das Café, das Safehouse hier unten und die beiden Felder rechts und links, zu denen kommen wir später, die sind in einer sogenannten sicheren Zone. Dort wird niemals eine Miliz patrouillieren. Das heißt, hier unten kann ich mich frei bewegen, ohne Angst haben zu müssen, dass meine Soldaten, meine Widerstandskämpfer dort verhaftet werden. Das ist mit dem Großer nicht der Fall, aber der ist ja auch jetzt erstmal besetzt. Der zweite Milizsoldat geht hier hin, auf die Fence. Und ich habe jetzt keinen weiteren Worker mehr, keinen weiteren Widerstandskämpfer mehr, der aktiv ist. Heißt aber, dass ich jetzt noch den dritten Milizen platzieren muss und der geht zum Großer, da ist besetzt, dann geht er zu Pont du Nord. Das funktioniert. So, jetzt kann ich folgende Aktion durchführen. Ich hole mir beim Großer eine Nahrung. Und die gebe ich hier auch auf dem Café direkt wieder aus, um einen weiteren Widerstandskämpfer zu rekrutieren und habe jetzt wieder drei. Damit habe ich aber einen Tag geopfert. Aufräumen. Es geht einen Tag weiter und ihr seht schon, das Feld ist orange. Ich muss also die Moral um 1 senken auf 5. Es bleiben immer noch, nachgeguckt, 3 Milizsoldaten, die auf Patrouille gehen. Ich habe 3 Worker, 3 Resistanzkämpfer. Es geht also jetzt ganz normal weiter. Wir müssen weiter versuchen, Nahrung und Medizin zu bekommen und später Informationen und Sprengstoff und eine Waffe für die Infiltration auf der zweiten Mission. Wir müssen die aber auch nicht in der Reihenfolge ausführen. Wir können jederzeit auch andere Sachen parallel ausführen. Das heißt, das versuchen wir jetzt mal. Mal gucken, was wir machen können. Wir blockieren uns die Pont weg. Radio B wird besetzt. Der Patrouillenstapel ist jetzt einmal durchgezogen, durchgespielt. Wir müssen einen neuen Mission. Die Karten sind übrigens, lassen sich sehr gut anfassen. Ihr seht vielleicht das Linen-Finish. Das führt dazu, dass die Karten sehr, sehr schön auf der Hand liegen und sehr, auch sehr rutschig sind. Die fliegen also durchaus gerne mal über den Tisch. So, der zweite Resistanzkämpfer wird platziert beim Doktor. Dann wird der Großer besetzt. Und den dritten platziere ich hier bei der Funkstation. Denn ich brauche hier noch ein paar Sachen. Da würde jetzt auch die Miliz hingehen, ist besetzt. Pont-l'Évêque ist besetzt. Und der dritte Ort ist der Black Market, der ist frei. Haben wir dort die rechte Seite des Flusses besetzt von der Miliz. Wir sind aber links, das ist gut. Wir sammeln wieder ein. Aktionsphase. Pont-l'Évêque passiert nichts. Doktor, einmal Medizin. Und auf dem Radio A, seht ihr, kann ich zwei Möglichkeiten auswählen. Ich kann mir entweder Informationen besorgen oder einen Fallschirmabwurf verlangen. Anfordern, einen Versorgungsabwurf und dann gucken wir uns mal an, was ich dort machen kann. Einen Airdrop, so heißt es hier, ich kann entweder ein Money, eine Geldeinheit, eine Waffe oder 3 Essen auf eines der leeren, unbesetzten Felder werfen lassen, hier unten rechts und links. Das brauche ich aber nicht, ich brauche für meine Mission später eine Waffe, klar, aber ich brauche erstmal Informationen und das 2 Stück. Hier sammle ich eine ein. Das heißt, ich wähle die Informationssammelaktion und lasse meinen Resistanzkämpfer wieder zurückkehren. Auch das war die Aktionsphase. Wir räumen wieder auf. Und der Tag 4 bricht an. So, wir können jetzt keine weitere Mission sofort wieder teilerfüllen. Wir haben noch eine Nahrung zu sammeln, um den nächsten Schäferhund vergiften zu können. Wir brauchen 2 Informationen, um in die Infiltration zu laufen. Also sammeln wir weiter.
Wir versuchen es jetzt mal rechts auf der Flussseite. Wir besetzen erst den Großham. Die Miliz besetzt die Fans. Dann besetzen wir den Black Market. Die Miliz versucht es beim Großer, da ist blockiert. Und dann sind wir auf der Pont du Nord. Und wir versuchen es jetzt bei Radio B. Und jetzt kriegen wir ein Problem. Das ist eine ganz blöde Karte für die Situation, die ich jetzt herbeiführen wollte. Die Miliz versucht Radio B zu besetzen. Das ist aber schon von meinem Worker besetzt. Der Großer ebenso und der Black Market auch. Was jetzt passiert ist, wir fangen wieder vorne an mit der Miliz. Radio B wird besetzt. Mein Worker wird verhaftet. Damit komme ich also auch nicht mehr an die Informationen. Der Worker ist auch aus dem Spiel. Und damit geht's weiter. Wir müssen mal gucken, wie wir damit klarkommen. Beim Black Market will ich nichts. Da hätte ich jetzt etwas verkaufen und etwas anderes einkaufen, eintauschen können, hätte dabei aber Moral ausgegeben. Das machen wir erstmal noch nicht. Ich sammle Nahrung beim Großer. Und die muss ich jetzt wahrscheinlich ausgeben, um meinen dritten Rekruten wieder aufzufüllen, meinen Resistanzkämpfer wieder auf 3 zu bringen. So, wir sammeln wieder ein. Der Tag 5 bricht an. Ja, bleibt mir wohl nicht anderes übrig. Ich gehe einmal zum Großer, um nochmal weitere Nahrung zu holen. Die Pont l'Evêque wird besetzt. Dann gehe ich zum Café, um den nächsten Rekruten mir einzusammeln. Radio A wird besetzt. Und ich habe keinen weiteren Worker mehr. Den muss ich erst noch rekrutieren. Die dritte Patrouille geht zu Radio B. Aktionsphase. Wir sammeln Nahrung beim Großer. Wir geben eine Nahrung wieder aus, um den dritten Rekruten wieder aufzufüllen. Theoretisch könnte man also mit 5 Rekruten, mit 5 Widerstandskämpfern durch die Stadt ziehen. Hieße dann aber auch, dass man 5 Milizangehörige auf der Patrouille hätte, denn immer genauso, maximal, nein, mindestens genauso viele Milizen werden auf Patrouille geschickt, wie man auch Resistanzkämpfer unterwegs hat. Gegebenenfalls mehr, wenn die Moral entsprechend niedrig ist. So, jetzt haben wir wieder aufgefüllt auf 3. Das hat uns leider wieder einen Tag gekostet. Wir sammeln ein. Es beginnt Tag 6. Das ist ebenfalls ein orangefarbenes Feld. Wir haben jetzt 4 Milizen, gegen die wir uns durchsetzen müssen. Das wird schwierig. Wir gucken mal, ob uns das gelingt. Pont l'Evêque würde besetzt werden. Es ist aber die Pont du Nord in diesem Falle. Dann versuchen wir es bei der Pur District. Es ist die Fans besetzt. Das heißt, wir werden jetzt die Mission oben bei den Schäferhunden nicht erfüllen können, weil sonst der Worker ja sofort auf dem Weg verhaftet würde. Müssen wir uns was anderes überlegen mit einem dritten Worker. Wir versuchen es einfach mal bei Radio A nach einer weiteren Information zu kommen. Wir müssen den Patrouillenkartenstapel wieder mischen. Und jetzt gehören noch die Milizen 3 und 4 platziert. Beim Großer. Und bei Radio A geht nicht, Pont l'Evêque geht nicht, Black Market geht aber zum Glück. Dann sind meine Resistanzkämpfer in Sicherheit. Also handeln wir die Aktionsphase wieder ab. Bei Radio A hole ich mir eine Information. Dann kann ich wenigstens einen Teil der zweiten Mission erfüllen. Oh, ich habe vergessen, die Moralzelle, fällt mir gerade auf, runterzusetzen. Dafür habe ich aber die 4 Milizen platziert. Das passt schon. Nichts Schlimmes passiert. Beim Pur District mache ich nichts. Ich könnte die Moral wieder aufdrehen. Will ich das schon? Dann könnte ich aber oben die Mission später nicht erfüllen. Aber ich glaube, ich mache das trotzdem. Das ist doch eine gute Idee. Denn dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ihr seht das hier, ein Essen und ein Medizin einzutauschen gegen eine Moral in der Stadt. Ich verteile also sozusagen Hilfsmittel unter den armen Menschen und hebe damit die Widerstandsmoral. Das führt dazu, dass ich die Moral wieder auf 5 heben konnte. Und damit werden im nächsten Zug nur 3 Milizen wieder platziert. Und das geht dann noch ein paar Tage, sodass ich also wieder etwas mehr, in Anführungszeichen, Ruhe vor der Miliz habe. Das ist in Ordnung. Sammeln wir wieder ein. Pony weg, passiert nichts. Aktionsphase vorbei. Wir sammeln 4 Milizen ein und da wir die Moral wieder heben konnten, werden als nächstes wieder nur 3 Milizen platziert. Und weiter geht die Chose. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Ich kann wieder Ressourcen sammeln, um in der ersten Mission weiterzumachen, oder ich kann sogar einen Worker auch
platzieren bei der Infiltration. Das würde mir den Einblick in die Patrouillenkarten gewähren für eine Weile. Würde mir aber gleichzeitig auch den Worker oben praktisch blockieren, weil er dort stehen bleiben muss, bis der zweite Worker die anderen Zutaten, die Waffe und den Sprengstoff abliefern kann. Das kann ich im Moment eher nicht erübrigen, weil ich nur 3 habe und auch keine weiteren mehr rekrutieren kann. Das heißt, da lassen wir erstmal, wir sammeln weiter Material für die nächsten Missionen. Beim Großer, das gilt auf Radio B, dann werden wir Pont Levesque blockieren müssen. Wieder Radio B ist blockiert, rüber Radar. Und dann haben wir jetzt den Doktor. Und Pont Levesque, Pont du Nord wird blockiert. Das passt, wir sammeln beim Doktor Medizin ein, Pont Levesque, der Mensch kommt nach Hause. Und beim Großer gibt es eine Nahrung. 1, 2, 3 Milizen wieder einsammeln. Es geht um Tag 7. Wir könnten jetzt wieder bei der ersten Mission weitermachen. Wir könnten aber auch uns mal langsam darum kümmern, dass wir an Sprengstoff kommen. Für den Sprengstoff, ich habe es euch eben kurz erklärt, brauchen wir den Chemiker. Den müssen wir in einen der 3 freien Räume einbauen. Dafür brauchen wir aber wiederum 2 Geld. Wo bekommen wir Geld? Das bekommen wir einmal auf dem Schwarzmarkt. Da könnten wir ein Medizin oder eine Nahrung gegen ein Geld eintauschen, würden aber Moral einbüßen. Klar, wenn selbst die Widerstandskämpfer auf dem Schwarzmarkt handeln müssen, erhebt das nicht gerade die Moral in der Stadt. Wir könnten uns aber auch auf den Funkstationen den Abwurf von Geld hier über einen Airdrop anfordern, jeweils ein Money. Da kann man sich jeweils pro Airdrop-Aktion sammeln. Das werden wir versuchen. Pone weg. Wir versuchen es bei Radio A. Fans. Doktor. Brauchen wir sowieso noch eine Medizin. Großer. Radio A. Wieder Fans. Ist besetzt. Rüber Radar. Die ist nicht besetzt. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Wir lassen uns jetzt einen Airdrop liefern, hier vom Radio A auf ein freies Feld. Nehmen wir das hier rechts und kommen nach Hause. Der Doktor liefert uns einmal Medizin, kommen nach Hause und bauen wir weg, machen wir wieder frei. Wieder einsammeln, einen Tag rum. So, es geht weiter mit dem gleichen nochmal im Prinzip. Wir gehen diesmal aber nach Radio B über den Großer. Bauen die weg. Über den Schwarzmarkt. Radio A wird besetzt. Muss den dritten platzieren bei Radio B. Und dann die Patrouillenkarten wieder mischen. Und wir haben Glück. Die Fans wird blockiert. Wir lassen uns wieder einen Airdrop liefern, nämlich Money, diesmal aufs andere Feld. Beim Schwarzmarkt machen wir nichts. Und der Große, da sammeln wir Nahrung ein. Ihr seht jetzt hier unten, wir haben Nahrung, Medizin jeweils 2-mal. Das heißt, wir könnten die beiden restlichen Teilmissionen der ersten Mission mit den Schäferhunden erfüllen. Wir haben 2-mal Informationen. Das Material haben wir, jetzt müssen wir uns nur um die Waffe und den Sprengstoff kümmern. Das kriegen wir nach und nach hoffentlich noch hin, bevor der Tageszähler unten bei dem Ende ankommt. Wir sammeln ein. Es geht auf Tag 9 und die Moral sinkt wieder. Und jetzt sind wieder 4 Milizionäre im Spiel. Okay. Wir sammeln jetzt nur einfach ein. Wir platzieren den ersten auf dem, ja, sagen wir mal Großer, falls wir noch ein bisschen Nahrung brauchen. Das geht eigentlich immer, da kann man was mit anfangen. Fans, aber die nächsten beiden gehen zu den Feldern und sammeln ein. Pone weg. Nächstes Feld. Pone weg, Pone Nord. Und der 4. Milizionär geht zu Radio B. Dort. So. Jetzt sind wir
voll besetzt. Aktionsphase, wir sammeln noch Nahrung ein. Brauchen wir nicht direkt, aber vielleicht hilft uns das später nochmal auf dem Schwarzmarkt für eine Moral oder für Geld. Wir werden sehen. Hier sammeln wir das Geld ein. Und hier sammeln wir das Geld ein. Und sind wieder zu Hause. Der Tag ist zu Ende. Und wir sind bei Tag 10. Es wird langsam knapp. Wir brauchen noch die Waffe, den Sprengstoff. Wir haben noch viel zu tun. Großer. Radio A. Dann will ich den Chemiker bauen, um nachher Sprengstoff sammeln zu können. Radio A ist besetzt. Pone weg, da komme ich also auch nicht raus. Den dritten versuche ich. Ich hoffe, dass der Black Market frei bleibt. Zu Radio B, dann kann ich mir die Waffe liefern lassen im Airdrop. Dann schauen wir mal, wo die anderen beiden Milizionäre hingehen. Zum Großer, das besetzt Pune District, der Armen-Distrikt, das Armenviertel. Radio B, Rübarer da zum Glück, ist die Alternative. Damit bleibt der Wegmarke frei. Radio B, wir lassen uns einen Airdrop liefern, eine Waffe und kommen nach Hause. Großer, wir sammeln noch ein Nahrung. Es gibt aber insgesamt nur 4 Nahrungsplättchen, das heißt, wenn ich jetzt zum Großer gehe, solange ich keine weitere Nahrung ausgegeben habe, ich habe alle 4 Plättchen im Besitz, solange ich keine Nahrung ausgebe, kann ich dort beim Großer auch keine neue Nahrung bekommen. Hier gebe ich jetzt 2 Geld aus, die kommen zurück und dafür baue ich den Chemiker hier ein. Dafür sind die Inlays im Board sehr, sehr gut geeignet und die haben auch Platz, dass man sie wieder sehr bequem rausholen kann, ohne sich irgendwo mit Fingernägeln oder anderen Hilfsmitteln da am Brett vergehen zu müssen. So, den Chemiker haben wir gebaut. Wir gucken aber nochmal, was der braucht. Der braucht Medizin, um daraus einmal Sprengstoff zu bauen. So, Aktionsphase ist beendet. Miliz wird eingesammelt. Tag 11. Jetzt müssen wir so langsam mal daran denken, das Material fertig zu bekommen. Und gleichzeitig auch an die Missionen denken, dann müssen wir langsam fertig werden. Also müssen wir uns mal beeilen. Wir müssen also jetzt etwas mehr auf Risiko gehen. Den ersten platzieren wir auf der Pont-l'Évêque. Das ist ein wichtiger Punkt, den müssen wir frei halten. Sonst gibt es nur ganz wenig Rückkehrmöglichkeiten auf dem Großer. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr zum Chemiker gehen in dieser Runde. Ist noch nicht ganz so wichtig. Wir können aber jetzt schon mal versuchen, den Worker hier oben zu platzieren, um die Informationen abzugeben. Wir müssen natürlich hoffen, dass Pont du Nord und Pur District frei bleiben. Wie ihr seht, oben links auf dieser Karte dort auch das Sternchen. Das heißt, die Aktion selber kann doch durchgeführt werden. Und der Worker muss ja auch nicht zurückkehren. So, Radio A wird besetzt. Da brauche ich nicht hin. Ich brauche Medizin, um vom Arzt, um dann vom Chemiker den Sprengstoff bauen zu lassen. Und ich muss mal hier was abgeben. Das machen wir mal. Hoffen mal, dass frei wird. Radio B. Und der vierte Milizionär. Großer Pont du Nord. So. Ich hoffe, wir haben Glück gehabt. Wir haben jetzt zwei Dinge. Pont du Weg ist frei. Der kommt zurück. Bei den Schäferhunden können wir einmal Medizin und Nahrung abgeben, den zweiten Schäferhund vergiften. Wieder mal nicht nett zu den Tieren. Eigentlich mag ich Hunde. Hier muss ich sie leider vergiften, um die Mission zu erfüllen. Im echten Leben würde mir das nicht einfallen. Der Worker kommt aber auch erfolgreich zurück. Der Rückweg ist frei. Der dritte oben gibt jetzt die Informationen ab und muss hier stehen bleiben. Das sagt ja die Missionskarte, habe ich eben vorgelesen. Das heißt, wir können jetzt einmal markieren, dass wir diesen Teil erfüllt haben. Und jetzt habe ich den Vorteil, bis ich die Mission beende oder das ganze Spiel verliere, dass ich in die Patrouillenkarten während der Platzierungsphase reingucken kann. Das gucken wir uns nochmal genau an. Ich hole nochmal die Karte her. Der letzte Satz. While the first worker is here, you may look at the top card of the patrol deck before the placement phase. Vor der Platzierungsphase kann ich mir die obere Karte angucken. Also nicht vor jedem Zug, aber die erste Karte vor der Platzierungsphase. Ist immer noch gut genug. So, Aktionsphase ist vorbei. Wir räumen auf. 4 Milizionäre.
Die anderen sind zu Hause. Es wird eng. Tag 12 beginnt. Und die Moral sinkt auf 3, aber es bleiben weiterhin 4 Milizangehörige, die auf Patrouille sind. Ich habe jetzt nur noch 2 Worker zur Verfügung. Der dritte ist oben auf der zweiten Mission unterwegs und hat die Miliz infiltriert. Vor der Platzierungsphase, sagt die Karte oben rechts, kann ich jetzt mir die obere Karte des Patrouillendecks angucken. Das will zuerst Pont Levesque, Pont du Nord und Doktor. Die kommt wieder zurück. Würde also hier Pont Levesque, Pont du Nord oder Doktor. Ich brauche für die Mission jetzt erstmal den Sprengstoff, um nachher die zweite Mission zu erfüllen. Dafür brauche ich wiederum Medizin. Und ich brauche die erste Mission, die ich erfüllen möchte. Und ich kann die Mission und ich kann das die Waffe einsammeln. Dafür brauche ich eigentlich nur noch hierhin auf das Feld. In welcher Reihenfolge machen wir das am besten? Ich denke, wir machen erst die Materialsammlung vollständig. Das heißt, ich blockiere die Pont Levesque. Die würde sonst nämlich jetzt blockiert werden. Die Pont du Nord wird besetzt. Das haben wir eben schon gesehen. Jetzt gehe ich zum Doktor. Damit wird Radio B besetzt. Der dritte Worker ist oben unterwegs, kann nicht eingesetzt werden. Ich muss also noch 2 Milizangehörige platzieren. Der erste geht zum Großer. Und der zweite zur Fans. Gut, dass ich nicht versucht habe, einen weiteren Schäferhund die Mission da oben zu vervollständigen. Beim Doktor sammle ich mir das Stück Medizin, was ich brauche, um Sprengstoff holen zu können. Pont Levesque ist frei geblieben. Es wird aber von der Zeit her knapp. Tag 13. Viel zu tun. Wir müssen jetzt auf Risiko spielen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der erste geht zum Chemiker. Ich habe gesehen, das konnte ich mir angucken, aber die Fence wird blockiert. Das heißt, die erste Mission lasse ich sein. Muss er gleich nochmal versuchen, ob das geht. Der zweite geht zum Feld und die Waffe einzusammeln. Radio A. Hauen wir weg. Und für den vierten Milizen müssen wir wieder das Kartendeck mischen für die Patrouille. Und der vierte geht zu Radio A rüber Radar. Haben Glück gehabt. Aktion heißt, wir geben Medizin ab beim Chemiker und holen uns dafür den Sprengstoff, den wir brauchen. Die Waffe holen wir uns, die wir brauchen. Jetzt haben wir eigentlich alles zusammen, um die Mission zu erfüllen. Das müssen wir aber genau jetzt als letztes tun. Tag 14. Das wird jetzt genau passen. Moral sinkt auf 2. Es bleiben aber 4 Milizen. Und jetzt kann ich nichts anderes tun, als auf volles Risiko zu gehen. Ich platziere den ersten Worker oben auf Mission 1. Pont Levesque wird blockiert. Der zweite auf Mission 2. Ich hätte jetzt in das Patrouillenkartendeck reingucken können, aber das bringt nichts mehr. Ich musste sowieso oben hin und hatte keine anderen Entscheidungsmöglichkeiten gehabt. Die Fence wird blockiert. Black Market wird blockiert. Radio B wird blockiert. Damit sind die 4 Milizen platziert. Ich kann jetzt in der Aktionsphase als letztes das hier tun. Habe damit die Mission erfüllt. Der Worker hat aber keinen Rückweg mehr. Wird verhaftet. Und hier beim Maulwurf kann ich Waffe und Sprengstoff abliefern. Habe damit die zweite Mission erfüllt und die Worker müssen nicht zurück, so wie es aussieht. Das stand ja auf der Karte, der Worker wird da platziert. Sie hätten auch keinen Rückweg. Ich kann weder über den Black Market noch über die Pont Levesque
über den Fluss, um zum Safe House zurückzukommen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die beiden zum Schluss dieser Mission zurück müssten. Dann würde ich sie verlieren, und zwar beide, weil sie verhaftet wären und hätte verloren. Parallel habe ich aber beide Missionen erfolgreich durchgeführt, kann also das Spiel genauso gut als gewonnen ansehen. Was meint ihr? In den Regeln wird das nicht eindeutig klar aus meiner Sicht. Schreibt es unter die Kommentare, wenn ich es platziert habe, das Video, wie ihr das machen würdet an dieser Stelle. Ich sag mal für mich, ich habe gewonnen. Es ist eigentlich ein sehr spannendes Spiel. Ihr habt gesehen, wie schwer es sein kann, das zu gewinnen. Und das sind einfache Missionen. Es gibt deutlich schwierigere Missionen, wo es um mehr Waffen, um viel mehr Sprengstoff geht, den man irgendwo abliefern muss. Da ist durchaus eine Menge Spannungsfeld. Jedes Spiel ist anders. Je nachdem, wo die Karten platziert werden, über der Fence oder über der Pont du Nord, kann das dann auch mit der Patrouille immer wieder anders funktionieren. Sehr variantenreich, sehr abwechslungsreich. Es ist nicht sehr lange zu spielen. Es ist ein reines Solo-Spiel. Ich habe aber auch schon gehört, dass Leute zu zweit oder zu dritt vor dem Spiel sitzen und versuchen, diese Karten-KI, diese Patrouillen zu besiegen. Ich finde das Spiel toll. Für mich haben sich die $24 und die $5 Versand gelohnt. Macht mir einen riesigen Spaß, spiele ich immer wieder zwischendurch und auch gerne beim laufenden Fernsehen. Und mal gewinnt man, mal verlieren die anderen oder wie heißt es so schön, trotzdem funktioniert es, es macht einen Riesenspaß. Ja, das war's zu Maki von Sideroom Games, von Jake Staines ist das Spiel. Ich verlinke euch das Boardgame Geek Profil für dieses Spiel unten unter dem Video und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen der Informationen dort. Bis dann, Spartakus!